Es sieht jetzt so ein bisschen aus wie eine Tretmine. Was ist das hier? Oh mein Gott, ist das amazing. Könnte ich hier so einen kleinen Steg bauen? Das wäre ja natürlich overskilled. Ja, was heißt kleinen Steg? Der wird schon relativ groß, glaube ich. Soll ich das mal probieren? Ich würde es ja gerne mal probieren. Ja, awesome. Wie kann ich das jetzt wieder verbinden? Ah, hier so, aber da muss ich jetzt wahrscheinlich schätzen. Denn wenn ich mich ein bisschen bewege, dann ist dieser Winkel wieder weg. Oh, da hätte ich jetzt vielleicht den anderen Knopf drücken sollen. Ich gehe jetzt nochmal in mein Inventar, hole mir jetzt nochmal hier diese Foundation. Und ich hoffe, dass man die jetzt noch so andocken kann hier. Kleine Tretmine, die will aber nicht mehr, glaube ich. Habe ich den... Okay, wir werden das jetzt erstmal löschen. Ich glaube, das ist relativ tricky. Aber so einen kleinen Steg hier zu bauen, das wäre, glaube ich, eine ganz coole Idee. Ich werde es auf jeden Fall auch probieren. Allerdings reicht mir jetzt hier erstmal so ein kleines Hunting Shelter. Oh mein Gott, zum Glück können wir die Blueprints wieder entfernen. Das war ziemlich der falsche Knopf. Ich wollte jetzt nur rotieren. Dann bauen wir es eben hier auf die Schnelle hin. Okay, uns fehlen ein Steinchen und ein paar Loggies. Dann sollten wir es doch eigentlich schon haben. Ich bilde mir ein, die haben auch schon wieder neue Hammer-Sounds reingebracht. Ob das allerdings stimmt, weiß ich jetzt auch nicht so ganz. Aber hier wird es mir doch auch gefallen, hier mit diesen, mit der Sonne schön am Meer, da wird es mir tatsächlich richtig, richtig gut gefallen. Da wäre ich sogar, glaube ich, bereit, eine Zeit lang zu bleiben. Oh, okay, hier geht es anscheinend doch nicht mehr hinter. Also haben wir anscheinend genau an der Ecke... Beziehungsweise irgendwo, ja wahrscheinlich tatsächlich an der Ecke, der Map gebaut. Ich habe keine Energie mehr. Ich trinke hier mal einen Schluck. In Hoffnung, dass es schneller geht. Aber das heißt dann, die Kannibalen können von der Seite, denke ich mal, dann auch nicht kommen. Aber hier wird schon wieder düster. Ich erkenne nur noch meine Stämmchen blinken. Allerdings haben wir ein weiteres Problem, denn wir haben nämlich keine Stöckchen mehr. Oder haben wir noch Stöckchen, dass ich mir wenigstens Lagerfeuer machen kann und was zu essen. Dann nehme ich mir am besten auch dieses, was war denn das für ein Feuer? Dieses hier. Das glaube ich macht ein bisschen mehr Sinn und Steine haben wir hier auch ein paar. Jetzt bin ich dreckig. Mofa spielt immer gerne im Dreck. Hier haben wir eine Feder für einen Bogen. Hier haben wir ein Steinchen. Und noch mehr Dreck anscheinend. Also sorry, aber ich kann hier tatsächlich nichts mehr sehen. Oder sehr wenig. Okay, wir brauchen noch zwei Steinchen. Eins und zwei. Und dann bräuchten wir noch vier Sticks. Los, wo bekommen wir jetzt auf die Schnelle die Sticks her? Da müssen wir uns wieder nach oben verdünnisieren. Okay, und ich sollte vielleicht nicht immer sprinten, denn der Liebe, der hat immer gar keine Ausdauer mehr. Oh, aber das mit dem Stöckchen, das habe ich jetzt nicht bedacht. Das ist schon etwas blöd jetzt. Hier haben wir einen. Aber ich sehe hier einfach nichts. Also das mit dem Licht haben sie hier tatsächlich... Oh, eine Feder. Awesome. Das mit dem Licht haben sie hier ein bisschen blöd
gelöst, muss ich sagen. Das ist mir aber schon in der vorherigen Version aufgefallen. Was haben wir hier? Ein Steinchen? Oh, ein Regenbogen. Was haben wir hier? Noch ein Steinchen. Und noch ein Steinchen. Waren die Bärchen gut oder waren sie schlecht? Ja, es passiert nichts. Sie sind anscheinend gut. Lang ist es her. Da hauen wir uns hier gleich nochmal den Magen voll. Wenn das funktioniert. Okay, da weiß ich wenigstens, wenn es eng werden sollte mit Essen, dass wir hier auf diesem Berg noch ein paar Bärchen haben. Und die grillen auch schon wieder. Das heißt allerdings für uns nichts Gutes. Ich sollte mir vielleicht dann so einen Stockholder bauen. Wie heißen denn die? Stickholder? Hier haben wir noch ein paar Stöckchen. Und dann sollte ich tatsächlich immer so ein bisschen looten gehen. Wow, jetzt bin ich schon erschrocken und mir gedacht, was krabbelt denn hier vor mir rum? Das ist ein Steinchen. Ja, aber es sieht hier schon cool aus, hier der Monduntergang. Okay, nichtsdestotrotz, wir gehen jetzt natürlich erstmal wieder zurück. Okay, wir sind sowieso voll. Wir gehen erstmal wieder zurück zu unserer kleinen Base. Und werden dann erstmal ein Lagerfeuer bauen. Ich weiß, so ziehen wir wahrscheinlich die Aufmerksamkeit der ganzen Kannibalen auf uns. Aber wir können wenigstens ein bisschen was sehen. Im Notfall können wir immer noch ein Standing Fire machen. Und wenn wir diese Körperteile dann hätten, dann könnten wir vielleicht auch ein paar Effigies aufstellen. Ja, voilà. Und es wäre Licht, sehr schön. Okay, ich bräuchte jetzt tatsächlich nur ein bisschen... Oh, Birdie. Ich bräuchte tatsächlich jetzt nur... Hallo? Hallo? Oh mein Gott, aus meinem Walkie-Talkie ist ein Feuerzeug geworden. Warum nimmt er das denn andauernd? Okay, wir schauen jetzt einfach mal weiter, was wir noch bauen können. Ich bin ja ein Fan von diesen Standing Fire. Die bräuchten nicht viel Stöckchen. Allerdings wäre so ein Stickholder gar nicht übel. Wir hätten sogar einen Rockholder. Ich denke mal, wir werden uns, so blöd wie es klingt, tatsächlich erstmal einen Stickholder bauen. Allerdings würde ich ja hier so basemäßig ein bisschen was aufbauen. Das sollte ich vielleicht jetzt gleich mit planen, wie ich das denn hinbauen könnte. Oder wohin ich sowas hinbauen möchte. Dann bauen wir doch am besten hier unten hin. So unser Lager, dass wir nicht so weit zu laufen haben. Et voilà, und das ist schon fertig. Können wir auch schon was reinlegen? Haben wir überhaupt noch Stöckchen? Ne, okay, wir haben keine Stöckchen, aber weil ich es gerade sehe, wir gehen uns natürlich jetzt erstmal was zu essen machen. Wir gehen einen Lizard verschwören. Okay. Liegt er drauf? Oh. Oh, 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 oh. Okay, Wasser sei Dank. Ich muss hier stehen bleiben allerdings. Denn ich habe nämlich Angst, dass mir mein Lizard wieder verbrennt, wie es mir schon so oft passiert ist. Ich weiß allerdings auch gar nicht, ob das noch geht. Und dann könnte ich mich vielleicht erstmal schlafen und speichern legen. So, wir gehen das Ganze jetzt erstmal essen. Dann gehen wir jetzt erst einmal schlafen. Et voilà. Und dann gehen wir gleich nochmal speichern. Wie speichere ich auf C? So, und falls wir jetzt getötet werden, haben wir auf jeden Fall immer so, ja, so ein kleines Backup, möchte ich jetzt fast sagen. Ja gut, was können wir denn noch bauen? Wir müssten ein paar Sticks zusammensuchen. Und ich würde auch noch gerne diesen Rockholder bauen. Da bräuchte ich allerdings auch... hier... ein paar Stöckchen.
Und er hat ja totale Ähnlichkeit oder sieht ja ganz genauso aus wie dieser Stickholder. Hatja! Okay, der will jetzt hier schon Steine reindroppen, aber das geht leider noch nicht. Jetzt drücke ich schon wieder hier auf Q. Was will ich noch bauen? Eine kleine Fackel oder ein Standing Fire würde ich gerne hier einmal hinbauen, damit ich auch immer gleich mein Lager wieder finde. Vielleicht hier eins. Okay, hier hinten, glaube ich, brauchen wir vorerst mal nichts. Nichts. Okay, dann heißt für mich jetzt wieder nach oben gehen und weitersuchen. Wie im wenigstens glühend hellen Tag oder schönen hellen Tag. Wobei, wenn ich jetzt schon unterwegs bin, dann könnte ich jetzt hier gleich noch schnell die Bäumchen abfällen. Ich denke, die verschwinden nicht. Ich denke, die bleiben hier nonstop liegen, bis ich sie aufhebe irgendwann. Es sei denn, ich beende das Game. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob sie dann noch da sind. Okay, wir haben einen gefällt. Immer zwischendrin einen, dann sollte das doch ganz gut ausgehen für uns. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar Stickies und ich renne wieder nonstop. Okay, aber durch Rennen wird es eben ein bisschen angenehmer. Okay, wo haben wir hier ein paar Stickies? Stickies? Keine Stickies? Und ich sehe hier schon wieder so total wenig. Oh, hier ist ein Hase. Um Nahrung müsste ich mich ja auch fast ein bisschen kümmern. Hier mal ein paar Stöckchen. Ich kann allerdings nicht wirklich viele tragen. Deswegen müssen wir immer sehr viel looten gehen, denke ich mal. Kann ich mir nicht so einen Kahn bauen und die Stöckchen transportieren? Hier lagen doch noch ein paar. Okay, wir sind schon wieder voll. Kann ich Steine extra stacken? Weil dann würde ich mir auch noch ein paar Steinchen mitnehmen. Nicht, dass wir unsere wertvollen Steine unten am Strand verballern. Oder werfe ich die wieder raus? Hier haben wir aber noch ein Steinchen. Okay, nee, der droppt sie wieder raus. Gut, dann hätte ich jetzt gesagt, war es das schon wieder? Dann gehen wir jetzt zurück zur Basis. Und werden erstmal unseren ganzen Loot abwerfen. Ich glaube, viel wird nicht davon übrig bleiben, denn wir brauchen unseren Stickholder. Unseren Rockholder natürlich. Und der verschlingt schon 8 Sticks und wir bräuchten 12, sehe ich gerade. Achso, nee, wir haben hier schon 10. Achso, für die Fackel, die habe ich ja schon wieder ganz vergessen.